Spiel 1. Danke, Steven. Hey, Steven. Steven. Stevie. Danke, Steven. Ja, wir sind Fari Yardim und Christian Ulmen. Wir sind die freshen Faces von ProSieben. Wir sind die neuen Aushängeschilder, die neuen Sendergesichter. Und Fari hat sich ein Spiel ausgedacht für die alten Sendergesichter, für Joko und Klaas. Erzähl doch mal schnell, wie das... Also die werden aus jedem Team wird einer an die Decke gehangen. Mhm. Und der andere muss den Sachen zuwerfen, damit er mit dem Gewicht, was er dann fängt, hoffentlich, langsam runterbördelt, sagt man da in der Fachsprache. Und und wer als erstes unten ankommt, der gewinnt. So. Viel Erfolg, ProSieben. Viel Erfolg, ProSieben. So, wir gehen zurück zu Steven. Viel, viel Spaß und tschüss. Und tschüss. Komm mal runter. Ah, herzlichen Dank an Fari Yardim und natürlich auch an meinen geliebten Christian Ulmen für diese schöne Spielvorstellung. Bördeln ist das Wort 2019. Und wie man sehen kann, Stefan und Klaas hängen schon perfekt für dieses großartige Spiel namens Komm mal runter. Folgendermaßen lauten die Regeln. Sagt man ihr müsst immer, ne? Zu Hause ist da, wo man sich aufhängt. Ne? Ihr müsst eure Partner wieder zurück auf den Studioboden bekommen. Und dafür müsst ihr aus dem Haufen Zeug, das einmal links für Christian, einmal rechts für Joko steht, so viel nach oben werfen, wie ihr könnt, um ein ausreichendes Gegengewicht zu erzeugen, damit der Partner langsam, aber sicher auf den Studioboden geleitet. Soll ich dir mal sagen, den Grad meiner, ich kann an diesem Beispiel gut klar machen, was für ein Grad der Selbstüberschätzung ich mittlerweile habe. Ich habe gerade gedacht, wenn das Seil reißt, mache ich so einen coolen Spider-Man-Move und komme unverletzt unten an. Wir können das ja nachher mal testen. Hast du auch das Gefühl, dass wenn das jetzt reißen würde, dass man, wenn man einen coolen Move macht, dass es schon irgendwie gehen würde? Zeig noch mal. Ich denke das in echt. Ja, zeig noch mal den Spider-Man-Move, den du machen würdest. Ja, so eine Art Russenhocke mit so, weißt du? Ich kann das jetzt nicht so zeigen, aber verstehst du, was ich meine? Ich dachte gerade so, mir ist im Prinzip, so rational ist mir klar, dass ich vermutlich zermatscht da unten aufkomme, aber ich denke irgendwie tief in mir drin, kriegst du hin. Aber du genießt das auf jeden Fall da oben, scheint so, weil du so viel plauderst noch. Ja, weil mir auch nichts, weil wie gesagt, ich bin halt völlig unbreakable. Das wollen wir gerne mal testen, wie unbreakable du bist, trotz all deiner Spider-Man-Moves wünsche ich mir, dass du sanft auf dem Boden aufklatscht. Und ich habe es eben schon mal gesagt, der erste Teil ist, ihr sollt Sachen nach oben werfen. Ja. Dafür gilt aber auch ganz wichtig, dass nicht nur die Sachen nach oben geworfen werden sollen und ihr sie fangt, ihr sollt sie auch bei euch behalten. Wenn etwas runterfallen sollte, dürft ihr es wieder zurück hochschmeißen. Einzeln hochschmeißen, solltet ihr da was zusammenpacken, könnt ihr das danach dann als Gesamtpaket wieder zurückwerfen. Gewonnen hat logischerweise das Team, wo der Hängende als erstes mit egal welchem Körperteil oder Move von Spider-Man wieder auf dem Studioboden gelandet ist. Verstanden? Die Sachen müssen auf der Fläche bleiben oder ich darf mir die auch runterlegen? Nein, also das wäre... Ich darf sie runternehmen. Ja, ich würde dich gerne sehen, wie du das Fahrrad aus der Entfernung da hochschmeißt. Aber nein, ich darf sie aber mehrere Sachen runterholen direkt. Du darfst sie alle runternehmen. Mit anderen Worten, ich kann mir die Fläche auch einfach da runterschieben. Nein. Okay. Gut. Seid ihr startklar? Ja. Da oben auch? Ja. Spiel 1 startet jetzt. Ich nehme mal den Rucksack. Rucksack. Sehr gut. Joko, nein. Joko. Erst einzeln, dann. Gib Rucksack an. Dann dürft ihr packen. Sehr gut. Warte. Ja. Digga, ey. Ja, was denn? Du hast ihn doch schon. Ja, am Bein, du Hirni. Oh Gott. Also hier sind die, du kannst ja gleich die Kartoffeln einzeln hochschmeißen. Sie an. Warte. Am besten vorne. Ne? Hast du? Hinten rein. Hast du? Ja. Oh, warte mal, ich muss den anders anziehen, ey. Vorsicht. Aber ihr habt einen Plan. Oh, hier jetzt? Ja? Los. Oh, das war gut. Oh. Nee, Christian hochschmeißen, Stefan muss sie fangen. Machst du beruflich oder irgendwas mit Sport? Oh. Nee, aber schön, dass Christian sich das immer selber zuwirft. Hochwerfen, nicht abwerfen, bitte. Oder?
Also Joko und Klaas, der Stefan fängt so langsam an Richtung Studioboden zu schweben. Ihr seid auf jeden Fall einen Ticken weiter als die beiden hier Rock'n'Roller. Als Spider-Man und... Oh fuck! Hast du? Ja. Warte. Hast du? Nee. Oh. Noch einmal. Nee, du kennst das doch. Plastiktüten niemals über den Kopf ziehen, klar. Ja. Ja. Du sollst bitte heil und ankommen. Wenn ich mir komme. Ich hoffe, ich jetzt dafür vergiss. Okay. Ihr habt dann noch weitaus mehr, ne? Auf beiden Seiten passiert ein bisschen was. Geht das? Das ist nicht schlecht. Oh. Doch, das sagst du, das ist gut. Oh. Also jetzt würde ich mal sagen, Joko und Klaas leicht in Front. Hast du noch irgendwie... Joko? Was ist damit? Wirf doch Klaas... Oh! Darf ich Angst? Nicht werfen, bitte. Nicht werfen. Gut. Warte mal. Wirf das mal so, dass ich das sehen kann. Ja, gut. Ich habe ja mal gehört, wenn man jemanden ohnmächtig wirft, wird er sehr schwer, weil er dann... Nee, okay. Immer die Leiter da. Die Leiter? Ja, da, was du da hattest. Da, was du jetzt hast. Ja, aber... Kannst du das von da oben nicht sehen? Warte. An die Füße. Komm! Nee, okay. Warte. Beide Gegengewichte schweben ein wenig. Jetzt hör doch mal auf. Okay. Jetzt wieder ranhängen. An die Füße. Stefan und Christian jetzt wieder leicht vorne. Also ihr müsst dann... Oh. Schluss. Was ist los? Weiß ich nicht.